Wir suchen heute das beste Schnitzel Wiens. Ich habe euch auf Instagram noch einen Lieblingsschnitzel gefragt. Davon werden wir heute 3 besuchen plus einen kleinen Geheimtipp von mir am Ende. Alle Schnitzel werden von 1 bis 10 bewertet und am Schluss wird ein Sieger gekürt. So, Schnitzeltour. Bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Ist auch das erste Mal, oder? Schnitzeltour in Wien, stimmt. Gab's noch nicht. Überhaupt Schnitzeltour gab's noch nicht. Wird auch wahrscheinlich. Stimmt auch wieder. Wird auch wahrscheinlich im Gegensatz zu Burger-, Pommes-Touren oder Pizzatouren verhältnismäßig schon etwas ins Geld gehen, oder? Das mag schon sein, aber ich habe alle meine Einnahmen und Ausgaben im Überblick und dadurch ein schönes Budget erspart für die heutige Foodtour und das Ganze mit Finanzguru. Chapeau? Ich nicht. Das heißt, du bezahlst das Ganze heute. Finanzguru ist euer digitaler Finanzassistent, mit dem ihr all eure Ausgaben und Einnahmen in einer App, in einer Übersicht habt. Heißt Girokonto, zweites Girokonto, Aktiendepot. Auch Kryptobörse? Auch Kryptobörse. Alles in einer App, alles in einer Übersicht. Und vor allem das Coolste ist, ihr seht, wie viel ihr für was ausgibt und seht direkt alle laufenden Verträge. Das heißt, den laufenden Fitnessstudio-Vertrag, den du damals abgeschlossen hast, siehst du, wenn du dich jetzt anmeldest bei Finanzguru in deiner Übersicht. Genauso auch wie dein Internet und alles weiter. Stimmt, ich habe auch damals bemerkt, dass ich Netflix doppelt bezahle. Ganz genau. Und ich habe damals bemerkt, dass ich ein E-Scooter-Abo abgeschlossen habe, von dem ich nichts wusste. Und das beste Feature ist, dass du diese laufenden Verträge direkt in der App rechtskräftig kündigen kannst. Über den ersten Link in der Videobeschreibung kannst du dir die App direkt gratis downloaden, alle deine Konten verknüpfen und direkt loslegen. Und zusätzlich habt ihr mit meinem Code LUKAS3 3 Monate gratis Finanzguru Plus. Aber dazu später mehr. Can we have the name of Charlie? Yes, it's Lukas. L-U-K-A-S. Where are you from, guys? Italy. We're from Italy. I have. Did you try schnitzel here? Where we can eat it? You can eat it. It depends on the budget. Like and subscribe. Wir sammeln italienische Follower, meine Damen und Herren. That's it. This one. Thank you. All right, guys. Have a beautiful day. Yes. Thank you. Hi, man. Goodbye. Bye. Thank you a lot. Und das erste Wiener Schnitzel essen wir heute beim Schwarzen Kamel. Das ist die Wiener Institution des ersten Bezirks, ein absoluter Legendenladen, um nachmittags sein Spritzer, sein Cappuccino, seine Melange zu trinken oder auch sein Schnitzel zu essen. So, bevor das erste Schnitzel kommt, müssen wir mal kurz klären, was ist überhaupt ein gutes Schnitzel. Sagt mir mal bitte, wie muss für euch ein gutes Schnitzel schmecken? Erstmal, ich würde sagen, die Panierung. Heißt jetzt eigentlich Panade oder Panierung? Ich wurde schon oft mit Panierung korrigiert in den Kommentaren, ich schwöre. Jeder, der das korrigiert mit Panierung, ihr seid komplett paniert in der Birne, das heißt Panade. Auf jeden Fall muss die schön knusprig sein. Die muss schön souffliert sein, aber nicht zu blasig. Ja, das muss, wenn das zu souffliert ist, dann verlierst du die Panade. Dann hält Panade und Schnitzel nicht zusammen. Auch nicht gut. Dann muss es schön saftig sein in der Mitte, schön zartes Kalbsfleisch. Und ganz wichtig, der Salzgehalt muss stimmen, der Flavor muss da sein. Wenn der Flavor nicht da ist, mit der Prise Salz, die du auf das Fleisch gibst, bevor du es panierst, kannst du so viel richtig und kaputt machen. Und dann schauen wir mal, wie die Schnitzelhäuser in Wien das heute so umsetzen werden. Ich habe nichts zu sagen. Ich habe einfach mal nichts zu sagen. Sag einfach irgendwas Blödes jetzt so. Einfach. Schön. Vielen Dank. Das schwarze Kamelschnitzel sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall nahezu perfekt aus. Ich mag auch, wenn es in 2 Stückchen kommt. Die Panierung, / Panade, wie ich es vorhin beschrieben hatte, oder? Elegant souffliert. An der Seite haben wir Preiselbeermarmelade, eine Zitrone schon bereit zum Ausdrücken. Kernchen. Get the hell out of here. Und an der Seite ein Erdäpfel-Vogelsalat, wie man in Wien so schön sagt. Der absolute Geheimtipp, habe ich jetzt vergessen, ist auf jeden Fall steirisches Kernöl noch oben drauf zu geben, aber das werden wir später machen. Obwohl wir schon Zitrone drüber gedrizzelt haben, ist es auf jeden Fall noch schön knusprig und schön kratzig und gibt ein schön akustisches Signal zurück, wenn man mit der Gabel drüber streicht. Ja. Auf jeden Fall beim Durchschneiden schon super zart. Ich persönlich habe auf jeden Fall noch nie Schnitzel gegessen. Diese Panierung oder Panade hat es in sich. Da ist also der Kern. Get the hell out of here. Jetzt mit Preiselbeermarmelade. Also ich bin ehrlich zu euch, das ist schon geil. Das ist schon wirklich sehr lecker. Wow, das ist ein gutes Schnitzel. Das wird schwierig heute. Wir haben heute auch, und das sage ich euch gleich, die wahrscheinlich plakativsten, berühmtesten Schnitzelhäuser, /Restaurants auf dem Programm. Dennoch, es gibt 30.000 Schnitzel gefühlt in Wien oder in Österreich.
schreibt mir eure Lieblingsschnitzel in die Kommentare. Es gibt einen Teil 2, es gibt einen Teil 3. Wir können das gleiche mit Burger machen, wir können das gleiche mit Pizza machen. Lasst mich wissen, worauf ihr Bock habt. Und wir nehmen Wien. Wir nehmen es nicht auseinander. Wir erkunden es. Eat it up. Feed me. Was wir aber einspeichern müssen, ist, dass das erste Schnitzel. Panade ist gut, ist aber, wenn ich mich jetzt so an die anderen Schnitzel erinnere, die wir gegessen haben, schon sehr knusprig, sehr fest. Es gibt schon noch lockerere. Ah, okay, sie ist hier fast schon zu fest, zu spitz, zu stachelig. So. Das weiß ich noch nicht, das werden wir heute rausfinden. Berechtigter Punkt, schon sehr, sehr knusprig. Also ich würde sagen, die Semmelbrösel werden zu einer Masse. Die sind nicht einzeln, trotzdem noch. Das hast du gut beobachtet auf jeden Fall, stimmt. Was für mich auf jeden Fall ein Pluspunkt ist, salzgeil sitzt. Es ist saftig, es ist juicy, es hat Geschmack. Was denkst du, was das Schnitzel kostet? 17,90 €. Vogelsalat ist schon dabei. Ah, oh, 21 €. Noch nicht. Keine Ahnung. Finanzguru. 27 €. 1,20 €. Und genau deswegen braucht ihr einen Freund wie Lukas, der euch einlädt und mitnimmt auf solche Schnitzeltouren. Ein Freund wie Lukas, der Finanzguru hat. Genau. Vogelsalat ist, würde ich sagen, okay. Da fehlen mir diese frischen, knackigen Zwiebeln. Die sind gefühlt ein bisschen karamellisiert da oben. So lätschige Zwiebeln, die oben drauf liegen. Das sind eingelegte. Für mich, oder eingelegt. Für mich müssen die untergerührt sein und frisch, knackig, juicy, leicht süß. Aber wir sind uns einig, ein richtig guter Erdäpfelsalat, wie auch immer, Kartoffelsalat, ist der beste Salat, den es gibt. Ja, aber ist ja schon fast kein Salat mehr. Weißt ja, ich meine, aber es heißt Salat. So mit, wenn du sagst, so in deiner Diät, Nudelsalat, du hast Salat. Ist auch Nudelsalat. Ach stimmt, ist auch Salat. Okay. Ich gebe dem Schnitzel eine 8,4. Ich würde aber sagen, wir dürfen die Skala ein bisschen anpassen heute, weil wir nicht ganz wissen, was noch auf uns wartet und auch was in Folge 2 und 3 auf uns wartet. Deswegen, die Skala kann ein bisschen angepasst werden. 8,4 für das Schnitzel vom Schwarzen Kamel. Schnitzeltour ist schon auch was sehr, sehr Nices. Ja, gell, warum haben wir es nicht früher gemacht? Weiß ich auch nicht. Warum sind wir eigentlich nicht früher in Wien unterwegs gewesen, ist die Frage. Wird sich dieses Jahr ändern? Wir werden dieses Jahr sehr, sehr viel auch in Wien versuchen zu essen. 3 Monate später. Die Jungs waren wieder ganze Welt, nur nicht in Wien. Oh Wien, du bist so schön. Five Guys in Wien, meine Damen und Herren, das ist die Adresse, die ihr absolut meiden solltet. Ja, also das ist wirklich der schlechteste Burger, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Liegt aber nicht an den Produkten dort, sondern ich will niemand zu nahe treten, aber will ich eigentlich schon am Personal, das da drin arbeitet. Du willst sagen, es liegt nicht an Five Guys, sondern genau die Filiale. Die Filiale. Meiden. Meiden. Hey, wie geht's? Ich bin gut, danke du. Auch gut, auch gut. Was ich machst immer du? Deine Videos sehen. Ah, Kuss geht raus, freut mich sehr. Das Schwarze Kamel wurde sich auf jeden Fall oft gewünscht. Gute Empfehlung, unter anderem von Insta-Ecke, Kuss geht raus, dass ich immer so fleißig Vorschläge von euch bekomme auf Instagram. Auch das nächste Restaurant, das wir gehen werden, wurde sich gewünscht von Laurenz Nigel, das Plachutta, das sich direkt hinter uns befindet. Ich persönlich hatte immer das beste Schnitzel bei genau diesem Plachutta direkt gegenüber der wunderschönen Wiener Staatsoper. Einer der schönsten Gebäude für mich in Wien, einer der schönsten Gebäude für mich auf der Welt. Ich weiß, von der Seite sieht es jetzt nicht ganz so krass aus, aber wenn wir mal drumherum gehen und von vorne drauf schauen, ein wunderschönes Gebäude. Direkt daneben ist Hotel Sacher. Wie gesagt, Wien, wunderschöne Stadt. Und diesen schönen Anblick hat man auf jeden Fall, wenn man hier in diesem Gastgarten sitzt, der heute leider zu hat. Deshalb gehen wir rein. Grüß Gott. Die Ecke wartet auf. Dankeschön. Herzlich willkommen in Plachuttas Gasthaus zur Oper. Schnitzeltour. Ja, genau. Ihr könnt es euch noch leisten, ja. Es geht noch. Also vom, genau. Es geht noch, ja, da passt noch was. Von der Kondition her. Da bei uns wird es schwierig, ja. Naja, eins in der Woche geht, oder? Mindestens. Auch dieses Schnitzel gibt gutes akustisches Feedback, ja. Wunderschön. Dennoch muss ich sagen, dass das Plachutta-Schnitzel jetzt im Vergleich zum Schnitzel, das wir im Schwarzen Kamel hatten, auf jeden Fall ein bisschen nasser aussieht, wenn ihr versteht, was ich meine. Ein bisschen mehr mit Fett vollgesaugt und auch die Bräunung ist nicht so gleichmäßig. Es ist außen an den Rändern etwas dunkelbräuner und in der Mitte etwas heller, woraus man vielleicht schließen könnte, dass beim Schnitzel zubereiten, beim Soufflieren nicht genug Fett oben drüber floss. Aber ich weiß nicht, ich bin kein Schnitzelkoch, ich bin kein Profi und am Ende des Tages der Geschmack zählt, deswegen beißen wir rein. Eine Zitrone getoppt von Petersilie. Schaut mal, das sieht aus wie so ein Mini-Schnitzel am Schnitzel. Der perfekte Biss. Auf den ersten Biss hat dieses Schnitzel etwas mehr Biss. Trotzdem super saftig und trotzdem zart genug. Die Panierung
sehr, sehr lecker. Ich würde sagen, deutlich weniger knusprig als jetzt im schwarzen Kamel. Trotzdem super Flavor. Sowohl das zarte Fleisch in der Mitte, als auch die Panierung außenrum. Aber wie auch vorhin schon richtig gesehen, ist die Panade für meinen Geschmack ein bisschen zu fettig, ein bisschen zu ölig. Was sie schwerer macht, was sie nasser macht, aber irgendwo trotzdem auch einen super Geschmack reinbringt. Das wird schwierig. Die Preiselbeermarmelade sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus, würde ich sagen. Das ist das Juicy Schnitzel, wenn man das so sagen kann. Sowohl von innen als auch von außen. Habt ihr gesehen, Randy ist direkt, der wollte kurz dahin gehen, hat er gesehen, da war Preiselbeermarmelade dran. Er ist direkt drüber gesteuert. Da bin ich. Die Frage ist, Schnitzel mit Preiselbeermarmelade, Marmelade? Mit oder ohne Preiselbeermarmelade? Preiselbeermarmelade ist doch ein hartes Wort, oder? Marmelade. Ohne. Wenn man ein Stück Schnitzel abschneidet, man muss auch immer so viel an der Gabel haben, dass es wirklich schwer ist, das schon im Mund zu bringen. Ja. Dann hat man das richtige Stück. Ganz genau. Das ist gut auch. Aber auf eine andere Art und Weise, oder? Also es ist ein bisschen saftiger. Ja. Ich würde sagen, intensiverer Geschmack, aber so insgesamt das. Das andere war zum Beispiel ein bisschen mehr gesalzen, fand ich. Erdäpfelsalat. Diesmal ohne Vogelsalat, beziehungsweise für die Deutschen Feldsalat. Aber dafür haben wir hier frische, auch wenn man es nicht gut sieht, weiße Zwiebeln. Das ist ein sehr klassischer, einfacher, wirklich sehr nach Kartoffel schmeckender Kartoffelsalat. Und auch nicht so süß. Normalerweise in Wien, die Kartoffel- oder Erdäpfelsalate sind meistens sehr süß. Sowohl der vom Schwarzen Kamel als auch der ist nicht mein Favorite, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem sehr lecker. Insgesamt saftigeres Erlebnis. Ich würde dennoch wahrscheinlich für mich persönlich das Schwarze Kamel vorziehen. Deswegen gebe ich eine 8,1 von 10 Punkten für das Schnitzel bei Plachuta. Also Bro, Preis, was sagst du? Nur das Schnitzel, oder? Nur das Schnitzel, ja, da war der Vogelsalat nicht dabei. Ich gehe zurück auf meine 17,90 Euro. 24 Euro und der Salat 6,50 Euro. Finanzguru. Wenn ihr einen noch umfangreicheren Überblick über eure Finanzen haben möchtet, könnt ihr mit dem Code LUKAS3 drei Monate gratis Finanzguru Plus testen. Ladet dafür einfach die App mit dem ersten Link in der Videobeschreibung runter, gebt den Code LUKAS3 ein und startet direkt los. Das Ganze ist komplett unverbindlich, ohne verstecktes Abo, ohne versteckte Kosten. Und mit Finanzguru Plus habt ihr zusätzliche Analysen, zusätzliche Statistiken und beispielsweise auch Smart Budgets für eine Schnitzeltour durch Wien. Und auch jetzt geht schon mal ein dicker Kuss raus für jede Anmeldung, mit der aktiv unseren Kanal und unsere Produktion unterstützt. Herzlich willkommen bei Meisel und Schaden, ein Restaurant, das sich so ziemlich jeder von euch gewünscht hat. Wir befinden uns direkt am Ring, wunderschöne Gegend, so ziemlich jedes größere Hotel ist hier auf jeden Fall vertreten. Und direkt vor uns werden schon in der Scheibe die Schnitzel geklopft. Hinter der Scheibe. Was habe ich gesagt? In der Scheibe. In der Scheibe. Gut. Ja, wie geht's? Ja, mein, es geht denn? Was habt ihr für Tour? Geht spazieren, Schnitzel, oder? Schnitzel, Leute. Oder gibt's das Beste, oder? Hoffentlich. Ja, ich schwöre. Und das Coole bei Meisel und Schaden ist, dass man wählen kann, in welchem Fett man sein Schnitzel rausgebacken haben möchte. Von insgesamt 4 verschiedenen Fettsorten: Schweineschmalz, Butterschmalz, Pflanzenöl. Was gibt's noch? Schweineschmalz, Butterschmalz, Pflanzenfett. So. Ah, okay, sind nur 3. 3, cool. Genau. Jetzt ist das perfekt, mein Freund. Schau her. Das ist perfekt. Schau dir das an. Ah, das ist jetzt. So eine wunderschöne Farbe. Das ist einfach herrlich. Jetzt gehen wir es gleich kosten, wir Hübschen. Ne? Meisel und Schaden, da sind wir, Leute. Ein wunderschöner Tisch, ein wunderschönes Schnitzel, golden brown. Zusammen wieder mit Preiselbeermarmelade. Erdäpfelsalat, dankeschön. Apfelsaft gespritzt, naturtrüb. Der absolute, ist kein Geheimtipp, aber es ist auf jeden Fall lecker. Und der Wiener Garnitur. Ist mir sehr, sehr unangenehm, aber ich habe vergessen, was da genau drin ist. Sorry, you. Petersilie, Schalotten, Zitronenfilet, Kapern, Ei und Sardellenfilet. Ich kann nicht verlieren, gell? So lustig, dass das war. Er meint sie ernst, Bro. Er schaut gerade mit einem Fernglas zu, yeah. Von da drüben. Also mit rotem Punkt hast du dann auf der Stirn die ganze Zeit. Das Problem ist, bei dieser Zitrone sieht es zwar schön aus mit dieser Sardelli obendrauf, aber man kann es halt nicht wirklich, ich muss jetzt jedes Stück Schnitzel hier mit dieser Zitrone antatschen. Das Lustige ist, ich habe ihm nie gesagt, dass wir das beste Schnitzel suchen oder dass es ein Vergleich wird, das wurde nie erwähnt. Aber es ist geisteskrank, es tut mir leid. Es ist wirklich lecker, Alter. Es schmeckt auch so schön kräftig nach Butterschmalz. Die Panade ist, glaube ich, genauso, wie sie sich Randy wünscht, genauso, wie er sie am Anfang beschrieben hat. So leicht bröselig, trotzdem knusprig, fleischsaftig, perfekt gesalzt. Muss probieren.
boah, das ist ja Panade, Fleisch, eins. Das Fleisch ist auch, das merkt man gar nicht, die Butter schmilzt also im Mund weg. Boah. Der hat gesessen, gell? Ich würde es zugeben, wenn es anders wäre, aber der hat gesessen auf jeden Fall. Das wird schwer für den letzten Platz, sag ich dir so, wie es ist. So sanft knusprig, irgendwas müsste mit den Semmelbrösel sein. Ich glaube, die haben einfach die besten Semmelbrösel. Das sitzt einfach. Es gibt nichts gerade, was ich meckern kann. Ja. Wie in der Garnitur. Ja, ich fand's geil. Ich finde es nice. Bin auch persönlich Sardellen-Fan. Nicht so im Ganzen direkt rein. Aber so eingelegte Sardellen kombiniert auf Bruschetta oder was auch immer. Ich liebe Sardellen, deswegen nicht schlecht. Erdäpfelsalat. Mhm. Auch nicht schlecht. Sehr gut, frische Zwiebeln. Der ist so ein bisschen gatschig, wie Sabrina sagen würde. Kartoffelsalat, würde ich sagen, waren alle heute gut. Aber nicht meine absoluten Favoriten. Da kenne ich bessere Kartoffelsalats in Wien. Kartoffelsalat? Junge. 9,2 von 10 Punkten. Jetzt fahren wir zu einem meiner persönlichen Lieblingsrestaurants in den 19. Bezirk von Wien, meine Damen und Herren. Das ist das Restaurant, das du ausgesucht hast? Yes. War ich da schon mal essen? Nein, aber es wird Zeit. Es wird Zeit für ein Duell. Sieht so geil aus. Die haben auch an ihrem Arm so bis zum Ellbogen so ein cool die Karten drauflegen. Jeder Junge, der das besessen hat, war unbeliebt in der Schule, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte. Und wir stehen direkt vor dem Restaurant Ecke. Im wunderschönen 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling. Mir ist gerade eingefallen, es war einer meiner Lieblingsrestaurants, aber ich habe dort noch nie Schnitzel gegessen. Gefühlt alles, aber Wiener aber Schnitzel noch nicht. Alles ist gut, was du bis jetzt dort gegessen hast, oder? Ja, ja. Das heißt, das Schnitzel muss. Punkt. Lass mich nicht im Stich, ja. Direkt mit Service, du siehst. Professor, ne? Das gefällt mir. Schöner Laden auch, muss man ehrlich sagen. So. Ganzer Flair, schöne Ruhe, schön bequem. Das ist das Schwiegerelternrestaurant. Ja, genau. Wenn mal die Eltern zu Besuch sind. Wenn man die mal kennenlernt. Also. Das ist das Kennenlernrestaurant. Erste Mal. Dankeschön. Service Candle. Das ist der Geheimtipp. Ja. Steirischer Diesel. Steirischer Diesel, sagt man das, ja? Manchmal, ja, umgangssprachlich. Steirischer Diesel, stark. Ich fühle mich tatsächlich schlecht, die Mütze am Tisch zu tragen. So ein Restaurant ist das. Da kenne ich nichts. Am Black. Steirischer Diesel, also, das habe ich noch nie gehört, aber es macht 100% Sinn. Und ich würde sagen, ihr schrumpeliges Schnitzel, jetzt nicht negativ gemeint, mit anliegender und Mini-Bläschen Panade. Zitrone. Sound. Turn around. Turn around. Never, 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 never. Brauch noch einen. Ich will jetzt wissen, was du sagst. Das ist auf jeden Fall das Frischeste, was wir so gegessen haben. Mir fehlt Salz. Ja, leider. Was schade ist, weil ich finde die Panade ist geil, die ist knusprig. Die Panade hat auch einen guten Flavor. Und obwohl sie jetzt nicht super souffliert ist und über Blase bildet, trotzdem sehr, sehr lecker und in dem Fall auch viel angenehmer zum Essen. Weil jedes Stück, das du dir runterschneidest, behält die Panierung oder die Panade am Fleisch. Und das macht das Esserlebnis eigentlich cooler. Problem ist aber, es fehlt leider Salz. Und es fehlt so viel Salz. Das ist einfach... Panade ist, würde ich sagen, genau noch einen Tick besser als von den anderen. Würde ich auch sagen, auch wenn es nicht so schön aussieht. Die Panade ist die beste bisher, aber das Salzfeld macht alles kaputt, leider. Das ist das Problem, das killt den ganzen Flavor. Bisschen schade, ja. Trotzdem super Schnitzel. Also, es ist natürlich Meckern auf sehr hohem Niveau, das muss man auch zum Verständnis geben. So. Fleisch ist eigentlich auch, man lässt sich super schneiden. So. Ich finde es nice, muss ich ehrlich sagen. Salz ist halt leider, ja, da haben sie sich selber so jetzt ein Eigentor geschossen. Bitte schön. Preiselbeer-Badewanne. Ich habe es komisch betont. Ich Badewanne. Das stimmt nicht mit dir. Ich glaube, das ist die beste, bisschen, gell? Die ist auch richtig geil. Das glaube ich. Das ist auch die erste, wo man richtig merkt, dass es so leicht bitter ist. Bei Preiselbeer-Marmelade muss leicht bitter sein. Bei der merkt man es. Kommen wir zum Erdäpfel-Vogelsalat. Sehr, sehr lecker. Vor allem natürlich auch durch das Kernöl. Neutrales Dressing, klassisch. Kartoffeln noch leicht fest, super umgesetzt. Sehr, sehr lecker. Wiener Schnitzel mit Beilage nach Wahl 26,60. Es kostet was, so 4-5 Schnitzel am Tag zu essen, aber man kriegt leckeres Essen. Ich würde öfter eine Schnitzel machen. Wenn du mich anrufst, bin ich immer dabei. Heute. Die Liste geht auf dich aber, oder? Erst wenn ich mich angemeldet habe, bei Finanzbüro 3 Monate. 3 Monate. Ja. Lukas 3. Erster Link in der Videobeschreibung. Kuss geht raus. Was geben wir? Eine 7. 7 ist hart, ne?
Aber geht fast nicht anders, gell? Ja, ich glaube, ich muss auch eine 7,4 geben. Wäre Salz drauf gewesen, wäre es wahrscheinlich eine 8,7. Sehr, sehr schade, dennoch eine meiner Top-Empfehlungen in Wien. Und in diesem Sinne hat das Meisel und Schaden heute auf jeden Fall fair mit 9,2 von 10 Punkten gewonnen. Wie gesagt, es gibt noch so viele Schnitzel in Wien, die wir probieren können. Schreibt mir eure Vorschläge auch für Burger, Pizza und was sonst noch alles in die Kommentare. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Peace. Sehr, sehr schade, dennoch eine meiner Top-Empfehlungen. Och, leck mich doch am Socken! Kernöl auf dem Erdäpfel. Und jetzt habe ich nochmal genau das gleiche Outro gemacht, was ich vorher machen wollte, obwohl ich eigentlich was ganz anderes sagen wollte.